Blauer Himmel, gute Laune und endlich wieder Beachvolleyball im Freien. Der erste Beach Factory Cup des Jahres steht auf dem Plan und vereint wieder einmal begeisterte Beacherinnen und Beacher auf Europas größter innerstädtischer Beachvolleyballanlage bei Beach Mitte. Wenn man nach so einem Jahr Hallenvolleyball wieder in den Sand kommt, dann macht es auf jeden Fall eigentlich immer Bock. Die Stimmung auf Beach Mitte ist natürlich unvergleichlich hier in der Innenstadt und es kommen immer Leute vorbei. Hier ist einfach auch so eine gewisse Szene. Das Turnier der Klasse A erfreut sich an großer Beliebtheit. Nicht nur bei den heimischen Top-Paarungen. Über 30 Teams, davon auch viele aus Sachsen-Anhalt, Hamburg oder Bayern, zieht es für den Beach Factory Cup dieses Wochenende in die Hauptstadt. Das bedeutet also eine Menge Zeit, sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld auszutauschen. Da sind immer super coole Leute da. Also irgendwie in Berlin ist die Community einfach so groß, dass es immer irgendwie, man trifft immer viele, die man kennt, viele, die einfach irgendwie Bock haben auf Zocken. Also ich habe eine monster mega geile Zeit. Ja. Macht auch immer Spaß, hier mit Sophie zu spielen. Und bis jetzt läuft alles tipptopp. Und obwohl es sich ja hier immer noch um einen Wettbewerb handelt, könnte die Stimmung gar nicht besser sein. Auch wenn man im Winter nicht vollkommen auf Beachvolleyball verzichten musste, freuen sich alle über den Start der Außensaison. Dementsprechend entspannt und spaßig auch die Atmosphäre auf Beach Mitte. So viel Spaß gibt es, glaube ich, nirgendwo in Berlin. Und außerdem kann man nebenbei braun werden. Lange müssen sich Beachfans nicht auf das nächste Turnier gedulden, denn bereits in 2 Wochen geht der Beach Factory Cup bei Beach Mitte in die 2. Runde. Dann bei hoffentlich genauso genialen Kaiserwetter. Die gute Laune, der Sport und die großartige Kulisse sind nämlich auch so garantiert.